Schulmusikstudierende sind eine Gruppe von hochmotivierten, sehr interessierten und offenen Studierenden. Für die Schulmusikstudierenden bietet das Fach Rhythmik, glaube ich, wirklich das Besondere, auf zwei verschiedenen Ebenen gleichzeitig und gleichwertig zu arbeiten. Nämlich zum einen an der künstlerischen Ausbildung, das künstlerische Potenzial zu vertiefen und gleichzeitig eine spätere, konkrete berufliche Situation hier im Raum zu realisieren, zu erfahren, wie bewege ich mich in der Gruppe, wie gehe ich mit jemandem mit, wie stehe ich aber auch vor einer Gruppe und schärfe meine musikalische Geste, sodass die Studierenden selbst, aber auch ihre späteren Schülerinnen und Schüler zu einem körper- und bewegungsorientierten Musikunterricht kommen, der tatsächlich erfahrungsbasiert vermittelt wird. Ich möchte, dass die Studierenden auch verstehen, dass jede Rhythmikaufgabe einen Rahmen hat, aber immer die Möglichkeit, Freiheiten zu nutzen. Ich muss ja nicht immer vorwärts gehen. Ich kann ja auch mal rückwärts gehen. Und dabei erleben sie diese so rhythmikspezifische Schnittstelle von künstlerischem Tun und Vermittlungskompetenz. Wir arbeiten hier aber auch gezielt auf die koordinierte Mehrstimmigkeit im eigenen Körper. Also ein Rhythmus einer Melodie wird gegangen, die Hände klatschen den zweiten Einsatz dazu und vielleicht gelingt es sogar noch dem einen oder der anderen, die Melodie als dritten Einsatz noch dazu zu singen. Das Prinzip des Führen und Folgens kommt zum Beispiel auch in der Arbeit mit Soundshapes zum Tragen. Wenn zwei Personen durch diese Scheiben verbunden sind, aber man noch nicht genau weiß, wohin führt eigentlich die Bewegung oder wer ist überhaupt führend. Der Rhythmik bietet ja die Möglichkeit, die Bereiche Musik, Bewegung und Sprache in immer neuen Verbindungen miteinander in Beziehung zu setzen. So ergibt sich eigentlich eine Zweigleisigkeit im Unterricht, an der mir für die Studierenden sehr viel liegt. Sie sollen einerseits sich natürlich mit ihrer gesamten Persönlichkeit in die Aufgabe hineinbegeben, ihrem musikalischen Sinn, ihrem Bewegungssinn vertrauen und eigentlich den gesamten Körper zu einem Wahrnehmungsorgan werden lassen. Aber genauso wichtig ist mir, dass sie verstehen, was sie da gerade tun. Dass sie das Rhythmik-Spezifische einer Aufgabe kennenlernen, erfassen, auch verstehen, wie man in den Erarbeitungsprozessen weiter vertiefen und differenzieren kann. Denn so eröffnen sich am Ende ja die Möglichkeiten zu einem wirklich erfahrungsbasierten Musiklernen.